Ja, und hallo liebe Freunde und willkommen hier zurück bei ArcheAge. Im letzten Teil haben wir ja hier so die eine oder anderen Bären oder diesen Fuchs erlegt, um die Gegend zu bereinigen. Sind dann hier, wo sind wir denn überhaupt? Liliothüge sind wir immer noch und sollen uns bei Janon melden, der uns aber aufgetragen hat oder durch hinten durch die Handwerkstwist gesagt hat, dass wir es erlegen sollen. Aber trotzdem, die vermisste Karawane, Nachschub für Windschatten wird gebraucht. Und er liefert nicht. Warum denn nun nicht? Der Bürgermeister schickt dich. Wie du siehst, wurden wir von Koboldbanditen angegriffen. Es wird eine Weile dauern, bis wir die nötigen Reparaturen geführt und unsere Waren eingesammelt haben. Ich habe Angst, dass die Kobolde wieder angreifen werden, während wir Reparaturen durchführen. Sie wissen, dass wir hier festsitzen und das bringt uns in Gefahr. Könntest du den Hügel hochgehen und die Kobolde ablenken, während wir uns wieder fangen? Du könntest diesen Riesenkobold oder die kleinere Gruppe, die Koboldplünderer vernichten, lenk sie einfach ab. Hier, mit dieser Falle kannst du den Riesenkobold außer Gefecht setzen, falls du vorhast, ihm gegenüberzutreten. Ach ja, und vergiss nicht, gestohlene Ware zu bergen, falls du dort oben welche findest. Ja, kaum ist er hier, schon muss er wieder zurück, wa? Ja, muss er. Wir können ja mal außen rumlaufen. Wir müssen da etwas größer ziehen. Blup. Falle stellen. Ist das die richtige Ecke hier? Gucken mal, Kobold. Hallo, komm her. Okay, das war ein Satz mit X. Oh! Da geht's mir nicht gut bei. Hör mal auf zu brennen. Ich brenne. Danke. Das war eine doofe Idee. Ah. Wie? Konnte ich nur einmal machen? Das war's gewesen? Erzeugt eine Falle, ja. Geht nicht mehr. Geht nicht mehr, weil will nicht. Mach mal eben so platt. Kann man gar nicht. Gibt's da was? Nein, da gibt's natürlich nichts. Wir sollen das gestohlene... Ah, jetzt sind doch die Kisten da. Gestohlene Ware zurückbringen. Ah, 40 von 100 haben wir schon. Das heißt, wir brauchen nur ein paar. Achso, das ist eine Kombination aus... Besiegen und Ware sichern. Und zwischendurch mal wieder ein wenig Gerste sammeln. So, rutschen wir auch mal hier lang. Können wir noch mal so eine schöne Falle stellen hier? Ach man, ihr konntet nur ein einziges Mal eine stellen? Das ist langweilig. Buduff. Und nochmal was nehmen hier. Eigentlich sind wir jetzt fertig, aber wir können ja trotzdem noch den einen oder anderen weghauen, ne? Boff. Was für ein Riesenschuss. Ein hervorragender Schuss. Schuss. Ah, dann kann man immer noch gucken. Stohlene Ware zurückbringen. Vielleicht kriegen wir irgendwas wegen Übererfüllung. Man weiß ja nie. Und noch so ein Riesenkobold. Puff, puff. Gestohlene Ware. Okay, also ich glaube, hier gibt es mittlerweile nicht mehr so viel. Von daher. Blitz. Putz, putz. Hehe. Wir müssen ja auch anfangen zu lernen, gell? Der Schildschlag, der gute. Ich liebe diesen Schildschlag. Ach, da müssen wir hin.
platt. Ich komme gefliegt. Ah, ihr seid da rum. Dann nutze ich den Habertsmann landen. So, Janen. So, wenn sich Freude alles wunderbar funktioniert, dann kommt ein großes Plus. Ha, du hast sie vertrieben. Danke, Freppling. Sie werden bestimmt für eine Weile nicht wiederkommen. Du hast uns mehr als genug Zeit verschafft, unsere Reparaturen abzuschließen. Ja, bitteschön. Wir kriegen die letzte Suppe. Es ist schon eine Weile her, seitdem ich jemanden mit dem Talent getroffen habe. Solltest du nach Osten unterwegs sein, in Flussspann, könnten sie dich wirklich gut gebrauchen. Ja, da schicken sie sich alle hin. Wir handeln einmal im Monat mit ihnen, aber ich habe den Ort noch nie so trostlos wie jetzt erlebt. Geschichten von Banditen und Toten, die aus ihren Gräbern aufstehen. Das ist nicht die Stadt, die es einst war. Aha. Was ist denn das? Ah, Feuerwerkskörper. Nehmen wir. Müssten wir drei Stück sein, richtig? Ja, drei Raketen. Können wir bei unserem Haus abfeuern. Sieht hübsch aus. So, dann sind wir hier auch fertig. Hier oben ein hübscher Berg. Weiß gar nicht, ob man hochgehen sollte. Oder nicht. Ich hoffe ja, dass... Apuresto. Ich gucke mir jetzt... Irgendwo muss doch hier... Nee. Wenn ich einen Briefkasten hatte... Ach Gottes Willen. Wenn ich einen Briefkasten hätte, dann könnte ich reingucken. Weil ich verwechsel den Namen immer. Was heißt verwechseln? Also. Das ist so verwechselt das richtige Wort. Oh, pflücken. Und danach fällen. Wir haben einen Baum mehr. Hier oben diese ganzen Ruinen sehen natürlich ein klasse aus. Die sehen einen Hammer aus. Können wir mal gucken gehen? Bevor wir noch kurz zum Flussspan reisen. Entschuldigt bitte. Diese ganzen Ruinen sehen klasse aus. Da müsste doch irgendwo was. Hoppala. Ja, mit dem Flieger ist ja nicht verkehrt, aber. Sause wie der Wind geschwind, kann man so sagen. Sieht schon klasse aus, oder? Weiß zwar nicht, warum die Hälfte so eingefallen ist, als wenn hier irgendeine Lava runter geäumelt wäre. Ich würde da sagen, das ist doch ein wunderschöner Platz zum Losschießen. Fliegen, muss ich gleich mal erstmal einen Screenshot machen. So, sehr schön. So, wir müssen ja zu Niliot hügeln. Quatsch. Flussspan ist das hier. In 600 Metern sogar. Meiner Meinung nach. So, dann fliegen wir doch mal über alles rüber. Wo waren wir denn gewesen? Hier unten ist noch so eine Apparatur. Ach, hier unten waren wir gerade gewesen. Da waren wir ja bei. Den Namen schon wieder vergessen. Also in Sachen Namen bin ich wohl nicht gerade so derjenige, welcher. Aussehen tut's ja klasse. Eigentlich müsste man hier. Da oben ist eine Burg oder ein Schloss. Wo ist denn das? Links oben. Hier oben. Pfalzmannhügel. Okay. Ah. Entschuldigt, falsch aufgemacht. Oh, sind ja Ruinen über Ruinen. Wahnsinn. Sieht irgendwie klasse aus. Muss ich sagen, sieht klasse aus. Sieht irre aus. Der Würfel ist immer da schön, wunderschön drin. Ne? So, muss ich denn hier hinreisen? 100 Meter brauchen wir noch. Ach, hier sind wir schon. So, dann gehen wir langsam mal ein bisschen runter. Wir werden mal fragen, was wir hier machen sollen, gell?
Das sieht hübsch aus, dieses Örtchen. Skillverwalter und so weiter und so fort. Marston. Brauchen wir Marston? Ja, Marston da. Malcolm. Ach, auf der Suche nach Malcolm, genau. Malcolm, ja, er ist bei mir zu Hause, aber er scheint nicht er selbst zu sein. Er tauchte eines Tages schwer bewaffnet auf und eiferte sich über Weißarten und über einen alten Mann, den er in Lacton kannte. Ich glaube, er hat vor, die Liliothügel ganz zu verlassen. Ehrlich gesagt glaube ich, er verliert den Verstand. Aber was soll ich tun? Ich kann einen alten Freund doch nicht auf die Straße setzen. Du kennst Malcolm ebenfalls. Würdest du mit ihm reden? Ich mache mir große Sorgen um ihn. Mein Haus steht gleich auf der anderen Straßenseite, neben dem des Schmiedes. Aber sei vorsichtig, er ist nicht recht bei Verstand und seine Fechtkünste haben sich verbessert, seit er mit Sloan trainiert. Gehen wir gleich rüber, oder? Ah, wir reden erstmal mit Karan. Karan ist... Was macht denn Karan jetzt hier? Hast du schon gehört? Die Armeen der Geißlerburg sind zurückgekehrt. Aha. Vor Jahren versuchte ein grausamer Fürst, die Halbinsel Solzri zu erobern. Er baute hier in den Bergen eine riesige Burg und schnitt Solzri den Zugang zum Festland ab. Ha, der Adlige. Aber der rechtmäßige König des Sichelmondthrons stellte sich ihm entgegen und führte eine große Armee gegen die schreckliche Geißlerburg ins Feld. Die Festung war unglaublich weitläufig und gut verteidigt. Die Belagerung war eine der blutigsten Schlachten in der Geschichte von Solzried. Aber am Ende wurden die Armeen des grausamen Fürsten bezwungen. Der König bestimmte, dass die Ruinen der Geißlerburg unberührt bleiben sollten. Als eine Warnung für jeden Fürsten, der mit dem Gedanken spielte, Solzried mit Waffengewalt an sich zu reißen. Bis zum heutigen Tag entweihen die Ruinen der Geißlerburg die Berge zwischen diesem Ort hier und Halbinsel Solzried. Doch sie sind nicht alles, was noch übrig ist. An den Schauplätzen großer Schlachten finden häufig noch untote Aktivitäten statt. Doch die gefallene Festung war schon immer außergewöhnlich gefährlich. Und nun hat sich unsere größte Furcht bewahrheitet. Die Armeen der Geißlerburg sind aus dem Grab zurückgekehrt. Die Wachen haben zu große Angst, um sich ihnen zu stellen. Abenteurer wie du sind unsere einzige Hoffnung. Kannst du zur gefallenen Festung gehen? Wenn die untote Horde sich dort versammelt und uns helfen, sie zu besiegen, wirst du uns vor der Armee der Geißler retten. Tag und Nacht sammeln sie sich in die Ruinen der gefallenen Festung und ihre Zahl wächst immer weiter. Wenn niemand sie aufhält, werden sie eine Armee der Untoten formen und den Sichelmondthron belagern. Mein Gott, ist das wieder ein Text. Heilige Bohne. Quest angenommen, haut raus. Wir haben hier noch was vom Bürgermeister. Bürgermeister Jett. Seit der Ankunft dieser merkwürdigen Kultisten und der anderen Dinge bekommen wir nicht mehr viele Reisende zu sehen. Die Bewohner dieser Stadt haben ihren Lebensunterhalt immer durch das Sammeln von Pilzen und die Jagd in den Ruinen der gefallenen Festung verdient. Neuerdings spuken eigenartige Geister durch die Ruinen. Sie sabotieren unsere Fallen, greifen unsere Leute an und stöhnen, als wären sie verdammt. Ich bin kein großartiger Krieger oder berühmter Magier, aber unser Dorf hier wird leiden, wenn sie niemand um die Vergessenen kümmert. Wirst du die Untoten bezwingen und dann Ingenieurin Red auf der Spitze des Bärenbergs Bericht erstatten? Na, aber mit Sicherheit machen wir das doch. Aber wir nehmen hier erstmal alle möglichen Dinge an. Sprich mit Malcolm. Achso, okay. Mit Malcolm werden wir noch reden. Und dann werden wir noch... Was ist denn das hier? Tür schließen. Warum leuchtet denn hier der Eumel? Tür öffnen. Klasse. Hier ist Malcolm übrigens. Hallo Malcolm. Ich glaube, der will uns gleich vertrauen, ne? Ich wusste, jemand würde kommen, aber einen anderen Runenträger habe ich nicht erwartet. Es ist wegen Sloan. Der alte Mann war jämmerlich. Er hat seine heilige Pflicht aufgegeben, nur um seinen Gesteinsbrocken zu bestaunen. Verstehst du nicht? Wir schulden ihnen nichts. Sie haben uns zu Waisen werden lassen. Und warum? Wegen eines Krieges, den sie in 1000 Vorjahren nicht gewinnen konnten. Tja, wenn du wegen des Rings gekommen bist, bist du am falschen Ort. Dieses Haus wird dein Grab sein.
Weiter mit Level kämpfen. Mein Cube war wieder schneller als ich. Jetzt haben wir ihn besiegt. Erst suchen wir die ganze Zeit und dann haben wir ihn besiegt. Na super. Ich setze mich mal, ja. Du kannst den Gegenstand nicht nehmen. Warum kann ich den nicht nehmen? Alles nehmen. Wieso nicht? Wir haben ja schon 3 Seiten. Versteht ihr das mit dem Buch? Das verstehe ich überhaupt nicht. Hier ist Malcolm schon wieder. Also wir mit Malcolm fertig. Dorfältester Humbrey. Nein. Wir werden jetzt die Folge noch kurz nutzen, werden das Gedächtnisband machen und werden mal zu unserem Haus, damit ihr doch das Häuschen mal seht. Und dann ist ja auch schon wieder, wie man so schön sagt, fast Feierabend. So. Also wir haben hier in Flussspan haben wir uns angemeldet. Wir können mal gucken, wie es hier heißt. Flussspan ist der Riverspan. Riverspan heißt es hier. Gut, aufgezeichnete Orte. Da, die Road Home. Dann können wir nicht in unserem eigenen Haus teleportieren. Oder können da hinreisen, aber mal so. Und dann zeige ich euch mal das Häuschen. Hoppa! Nochmal vielen, vielen Dank an unseren werten Herren. Oh. Oh. Das Gemüse wächst mittlerweile hier drinnen im Haus. Ach je. So unbedingt mal ein paar Bäume fällen. Ja, also wie gesagt, das hübsche Himmelsbett. Da können wir Heierchen machen. Ein Schreibtisch, ein Regal. Ein Schreibtisch und ein Sitz. Den habe ich leider verkehrt ausgerichtet, aber ist egal. Ich sitze gerne mal daneben. Ansonsten habe ich hier noch relativ wenig drin. Da kommt auch Gemüse durch. Übrigens, da drüben, das ist das Haus von Leo. Man sieht es, ein kleines Candyhaus. So, ich gehe mal nach unten, dann können wir von Weitem mal gucken, wie unser Haus aussieht. Ich sage euch mal kurz nochmal den Namen, nicht so sieht. Vaporesso, Vaporesso. Danke, Vaporesso. Ich weiß gar nicht, wie man dich ausspricht, aber ich danke dir. Ich gehe ein bisschen weiter hoch. So. Hier ist unser Häuschen. Eine schöne Wohngegend. Gleich am Anfang, wie gesagt, des Spiels. Noch recht leer eigentlich, wundersamerweise. Sieht doch eigentlich recht hübsch aus, das Häuschen, oder? Nebenan ist übrigens auch, hat sich Vaporesso auch niedergelassen. Von daher, diese Bäume sehen nicht so hübsch, sehen die gar nicht aus, muss ich sagen. Ich werde die Bäume mal fällen. Mal gucken, ob wir da auch neue Setzlinge bekommen eigentlich. Holzblock. Und Handwerksabzeichen. Ich glaube, um Setzlinge zu bekommen, müssen wir wahrscheinlich immer beim Schößlingshändler einkaufen. 2 Holzblock. Das sind nicht so viel, oder? Der eine braucht 4, der andere nur 2. Und der bringt 3. Wow, hier fällt ja alle drunter. Hilfe! Hilfe! Wir haben auch ein paar Schweinchen und so weiter. Aber wir können ja schlachten und wir können füttern und scheren. Erstmal werden wir mal hier füttern. Ja. Und dann können wir scheren. Schlachten brauchen wir nicht. Wir können ja wunderbar. Flupp! Hehe. Und hier können wir nochmal füttern. Und scheren. Flupp. Und euch können wir füttern. Füttern und melken, hoffe ich. Nein, auch scheren. Hätte jetzt schwören können, die kann man melken. Sehe nicht viel anders aus. Hm. Was kriegt man denn da raus? Unser Inventar. Oh, wir haben uns die unbekannten Seiten doch. Was kriegt man denn da raus? Eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ziegenwolle. Wolle und Ziegenwolle. Aha, gut. Aber ihr seht das Inventar, das heißt, ich muss mich mal darum kümmern, dass ich alles wieder etwas verstauen kann. Was aber nicht mehr das Schlimme ist. Weil? Eil wie weil?
Abgesehen von dem, was hier unten haben, was ihr gesehen habt, haben wir auch noch einen zweiten Shop. Und hier haben wir alles Mögliche an Werkbank und Regal für komplexe Verarbeitung. Wir haben einen Amboss hier. Wir haben hier Zimmereitisch. Was haben wir hier? Irgendwas mit die Schirrwahl gewesen, genau. Dann haben wir hier die königliche Kunsthandwerkstisch. Hier haben wir, glaube ich, die Alchemie, war Alchemietisch. Und hier haben wir nochmal unser eigenes Lager, was wir aufmachen werden und was wir jetzt ein wenig rüberpacken werden. Aha, das Buch können wir nicht rüberpacken, weil Seite und so weiter. Ich weiß, dass wir die anderen Buchseiten, die haben wir im normalen Lagerhaus. Hier geht es anscheinend nicht. Dann werden wir hier mal die ganzen Sachen rüber schieben. Und auch mal noch zwei Raketen. Was haben wir hier noch? Prächtige Olive. Rosmarin. Schießpulver brauchen wir noch. Da müssen wir alle noch verarbeiten. Material für Kriegsschiffe. Da muss ich mich auch noch drum bemühen. Heuballen. Die können wir durch rüberlegen. Eisen-Ingwer werden wir verkaufen. Azalee werden wir rüberlegen. Was haben wir denn noch, was wir rüberlegen können? Smaragd-Edelstein. Den legen wir erstmal rüber, weil ich weiß nicht, was wir noch machen sollen. Gemischtes Futter, die brauchen wir auf jeden Fall. Und gemahlenes Getreide. 400 brauchen wir auch als Futter, glaube ich. Noch zwei Gildersterne. Nein, Loyalitätsabzeichen, entschuldigt. Ja, dann lasse ich es erstmal so weiter. So weit, so gut. Sieht da erstmal schon relativ aufgeräumt aus. Man, hier, blutiger Beutel, Questgegenstand. Achso. Hier muss ich über das Head nachgehen. Ja, das zu unserem Häuschen. Ich hoffe, es gefällt euch. Mir gefällt es sehr gut. Leo, es gefällt natürlich auch hier Candy House. Kommt man gar nicht oben rauf, wa? Schade eigentlich. Hier kann man auch so viel hinbauen. Also da muss ich doch wirklich noch etwas rumackern. Und hier, richtig schöne Aussicht. Da hinten haben wir noch ein paar Händler und so weiter. Und hier unten haben wir Wachstatt. Da sind wir ja gleich zu Anfang durchgekommen. Und wie gesagt, hier ist alles etwas leerer. Nicht so richtig voll. Hervorragend. Gut. Dann soll es das hier gewesen sein. Ich sage mal Tschüss von unserem Häuschen. In dem nächsten Teil werden wir uns den Quests hingeben. Wir mal gucken. Ich glaube, jetzt mittlerweile sind wir ja wieder zurück hier. Hier waren wir gerade in Liliut gewesen. Und wir müssen dann hier diese ganzen Quests erledigen. Gedächtnisband, Gedächtnisband. Hier sind wir ja auch im Flussspann, genau. Da sind wir ja und müssen dort weitermachen mit Malcolms Sachen und dergleichen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.